wir haben es geschafft. Gemeinsam. Wenn wir diese Daten sicherstellen konnten, können wir vielleicht auch auf alles zugreifen, was bei der Katastrophe verloren ging. Ich werde meine Kollegen informieren. Sie haben etwas Unglaubliches vollbracht, Pathfinder. No. Sehen Sie sich vor den Roker vor. Angaranische Fanatiker, die Aliens hassen. Das heißt, Sie. Wie nett. Hat wenigstens eine Perle. Nicht schlecht. Ich glaube, das war's. Ich orte eine Andromeda-Platzprobe in der Nähe. Dr. Camden könnte damit etwas anfangen. Ja, richtig. Der Gärtner. Botaniker, Pathfinder. Hm.
gerade will. Ja. Okay. Da sollten wir nicht rein. Was? Jetzt geht's wieder hoch. Nein! Thank you.
Das war ja jetzt ein Dicker. Irgendwas haben die bewacht. Ja.
soll da jetzt hochspringen? Cool. Kommt man doch hoch. Das sind zwar nur Behälter, aber... Jetzt kommen wir hier wieder raus. Wir haben im Kreis gelaufen, okay. Es regnet. Sie dürfen hier auf keinen Fall etwas essen oder Pflanzensaft auf Ihre Haut kommen lassen. Danke, Joel. Thank you.
Wir haben diesen Bereich gescannt. Diese Strukturen erstrecken sich bis tief unter die Erde. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Da möchte ich nicht runterfallen. Alle erwischt. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Gehen wir es an! Da kommen sie! Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Thank you.
Falls Pilzschleim auf ihre Haut gerät, sollten sie ihn sofort abwaschen. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Ich nehme an, dass diese Pilze nicht essbar sind. Ziel neutralisiert! Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Da fehlt uns noch ein Glyph. Ich glaube, wir brauchen mehr Glyphen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Das sollte es gewesen sein. Okay, also ich spiele mal wieder Sudoku. Haben wir schon? Haben wir schon? Haben wir noch nicht? Haben wir schon. Da. Was zurücksetzen. Also.
Das Symbol kann nur hier oben rein. Machen wir es mal nach der Reihe wieder. So, und dann bleibt hier wieder eins übrig. So, das heißt, das kann nur hier rein. So, mit bleibt doch nur das übrig. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scud! Verscuddete Sterne! Was? Wir sind... Wir haben... Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich komme aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann... Dann sind plötzlich Sie aufgetaucht. Sie sollten nach Palav zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen. Wir sollten sicher gehen, dass Sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob Sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Dieser Sam in Ihrem Kopf, wie ermöglicht er es Ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen. Unter anderem. Es ist kompliziert. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein.
Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben, bevor wir eingefroren wurden. Sie meinen Turianer? Sie haben Turianer gesehen? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kirin hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam, müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Und vergessen Sie nicht, mit Torva über diese, wie haben Sie sie genannt, Turianer zu sprechen. Ja. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder.